Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Freitag, dem 17. Februar. Die Woche neigt sich langsam dem Ende und ja, es gab durchaus Ausschläge, die hier überraschender Natur waren. Wir haben insbesondere aber auch ein Stück weit hier heute die ozeanischen Persma im Fokus, die sich hier ein Stück weit unterschiedlich entwickeln und das betrifft eben Australdollar, US-Dollar, Schrägstrich Neuseeland-Dollar, US-Dollar, auch bekannt als A-Aussie und B-Kiwi. Gut. Wir sehen hier im Startscreen den Australdollar gegenüber dem US-Dollar, der, und da gehen wir mal kurz in den Wochenchart für das große Bild, der sich hier seit ja, Anfang des Jahres starke Erholzeit zeigt, hier von diesem Unterstützungslevel aus kommt sehr, 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 sehr schön. Also das ist wirklich eine Doppelbodenentwicklung, wie man sie sich wünscht. Hier definitiv erneute Nachfrage, nachdem es hier im Mai letzten Jahres schon mal ja, erhöhte Nachfrage gab. Und genau das Gleiche spielte sich dann im Dezember ab und dann eben hier mit dem Start ins neue Jahr dann sozusagen eine Aufwertung zu vollziehen. Wir hatten unlängst eine Dollarstärke, das beeinflusste aber den Aussie hier als solches nicht so stark. Und wir haben auch gesehen, dass wir diese Abwärtstrendlinie, wohlbemerkt hier seit 2015 kommt, schon mehrfach versucht haben, hier im Jahr 2016 zu überwinden. Letztlich gelang dies jetzt hier Ende Januar und seither, ja, so richtig nach oben ging es nicht weiter, aber der Australdollar hat sich hier zumindest schon mal befreit. Und das wirkt technisch gesehen eigentlich ganz gut, obgleich man hier immer den Kontext der US-Dollar-Stärke eben durchaus berücksichtigen muss. Letztlich Wochenchart mit diesem Ausbruch über diese Abwärtstrendlinie, jetzt hier an einem ganz, ganz wichtigen Bereich 0,7760. Wenn es da per Weekly Close drüber geht, dann haben wir durchaus noch ein Stück weit mehr Luft, die Leerlaufluft, holla holla, heute ein kleiner Dreher an der Zunge. Hier letztlich dann durchaus Luft bis in den Bereich hier zu 80, 0,80 etwa. Das wäre dann hier eine erstrebenswerte Zielzone, wenn wir über 0,7760 rausgehen. Sieht auf jeden Fall gut aus auf Wochenbasis. Natürlich übergeordnet der Abwärtstrend noch intakt, rein korrektiv, aber zumindest hier vom Ansatz her schon mal eine schöne Bewegung. Und wir hatten auch unlängst den Australdollar gerade von dem Hintergrund dieser Trendlinie, hier dieser kurzfristigeren Trendlinie hier seit 2016 herrührend, in diesem ja, Aufwärtstrendkanal sozusagen etablieren lassen. Und da ging es eben jetzt hier leider nicht direkt steil nach oben, aber so sukzessive hat sich das Währungspaar eben nach oben geschraubt. Und jetzt sind wir hier an dem Punkt, wo es dann vor der Trump-Wahl im letzten Jahr, ja, wir haben hier November, da deutete sich schon ein Ausbruch an. Dann am 9. ging es dann hier eben steil bergab, Dollar extrem stark und alle Währungen, die hier mit dem Dollar im Kontext standen, hatten dann hier das Nachsehen. Der Australdollar dann hier deutlich unter Druck geraten, aber schlussendlich eben hier auch nochmal schön im Tagesschart zu sehen, die Stabilisierung im Bereich der Mai-Tiefs 2016. Und jetzt stehen wir eben genau hier. Wir sehen heute auch wieder eine leichte Schwäche. Das kann am Freitag übrigens auch so bleiben, denn statistisch der Freitag. Gehen wir mal hier in den 24-Stunden-Handelsbereich. Ein schwacher Tag. Ja, Freitag also generell bullisch, auch hier für den Neuseeländer, wie wir gleich sehen werden. Also Freitag tendenziell schwach. Sieht auch aktuell danach aus. Die FTSE-Vektorlogik bläst hier an ein anderes Rohr sozusagen, aber ja. Aufgrund der aktuellen Tagesentwicklung bisher sehen wir ja schon, dass es hier mit dem Bullen nicht so weit herkommt. Newstechnisch haben wir heute auch nicht wirklich die großen Wellen zu erwarten, also heute hier eher wahrscheinlich ein ruhiger Wochenausklang. Und generell kann aber gesagt werden, mit dem Blick eben in die Vorschau, achten Sie auf das Niveau von 0,7760. Saisonal gesehen laufen wir hier zum Ende des Februars in einen bullischen Terrain, wenngleich hier sehen Sie in der Punkteskala, ja, der Rückenwind da ist, aber es ist kein starker Orkan oder dergleichen, aber es ist letztlich ein kleiner Hype, der, wenn das Währungspaar eben hier nach oben rausgeht, 0,7760 speziell, Schrägstrich auch hier, den Close vom 8. November bei 0,7746 überwinden sollte, dann ist hier weiteres Potenzial nach oben gegeben, eben wie anhand des Wochencharts auch skizziert in den Bereich 0,80. Also insofern, Rücksetzer könnten sich hier durchaus lohnen und Sie sehen hier diese Trendlinie des Trendkanals, wenn es hier noch ein Stück weit runter geht, möglicherweise hier eine schöne Einstiegschance auf tieferem Niveau sozusagen gestaffelt, um dann hier nach oben die nächste Welle mitzunehmen. Und saisonal, wie gesagt, wird das gestützt und könnte hier durchaus, jetzt muss ich mal ein paar von den Pfeilen etwas klären, sonst ist das Bild hier doch durchaus ein bisschen bunt. Und machen wir die mal weg, von oben her kommt. So. Ja, Trendkanal ist noch intakt. Hier haben wir eine Trendlinie kommend. Die werden wir aber auch jetzt mal ein Stück weit verkürzen. So,
Und so sieht der Chart schon sauberer aus. Und Zielzone 0,80 bleibt im Endeffekt hier durchaus interessant. Wann würde es bärisch werden? Gut, wenn wir die Trendlinie brechen, aber insbesondere, wenn wir hier unter diese Unterstützung fallen. Das ist auch schön zu sehen. Ein sehr, sehr attraktives Level. Darunter sollte es nicht mehr gehen. Definitiver Supportbereich, wenn das passiert. Also hier unterhalb von 0,76 darf man davon ausgehen, dass dann durchaus nochmal 150, 200 Pips tiefer drin wären. So zum Aussie. Zum Australdollar gegenüber dem US-Dollar und dann wären wir hier schon durch. Wie gesagt, FTSE Intraday-Logik, FTSE-Vektor-Logik heute bullisch. Da sehen wir aber, dass da nichts zustande kommt. Und insofern gehen wir jetzt mal auf den Tagesschart vom Neuseeland-Dollar ein, der sich eigentlich recht gut zeigte, aber unlängst mit einem Stück weit mehr Schwäche daherkommt. Das heißt, der Kiwi hat hier gerade ein Stück weit das Nachsehen. Wir sehen auch hier zwar den Aufwärtstrendkanal seit 2015, der hier mit dem Schock vom November, oder halt, das war Dezember, hier waren die Novemberschwäche nach der Wahl, Erholung, dann gab es hier so eine Art Fehlausbruch nach unten. Hier mit dem Unterschreiten der Unterstützung um ja, 0,69, 90, 0,70 hätte man schon davon ausgehen können, okay, hier geht es noch wesentlich tiefer. Das ist eigentlich eine mögliche Zielzone, wurde aber nicht erreicht. Vielmehr gab es dann hier das starke Reversal und dann eben hier die ja, starke Performance im Sinne der Dollarschwäche wiederum in den Januar hinein und jetzt unlängst eben dann hier doch schon wieder ein Stück weit die grobe Kelle. Wir haben hier einen Widerstandsbereich zwischengeschaltet auf Wochenbasis bei 0,7320. Das ist schön zu sehen. Also hier muss man aufpassen mit den vielen roten Linien. Aber das ist definitiv ein Widerstandsbereich. Hier diese Zone, da wo wir uns aktuell bewegen, kann jetzt als Unterstützung dienen. Ja, man sieht hier immer die Price Action im März 2011. Dann gab es hier 2015 Action, hier den Durchfall mit krassem Abverkauf im Jahr 2015. Und jetzt pendeln wir da so rum. Also ich sage mal, das ist eine Zone, die man ja aktuell durchaus beachten kann, wenn es denn hier signifikant runtergeht. Dafür sollte man das aktuelle Wochentief im Auge haben. Unter 0,7130 wäre hier dann sozusagen nochmal Luft in Richtung der Tiefs vom Dezember oder Schrägstrich auch hier der Unterstützung um 0,70. Kann passieren auf Wochenbasis, wenn wir die aktuelle Woche schwächer schließen. Aktuellen Doji, also eine klassische Unsicherheitskerze, also Nullsummenspiel, Pattsituation, muss man abwarten, wie es weitergeht. Letztlich aber hier auf Tagesbasis schon ein Stück weit anders. Ja klar, zuletzt im Januar schon stark outperformed, aber unlängst eher eben mit einer größeren Schwäche versehen. Und ja, der Kiwi gerade auf Wochenbasis sollte hier insofern beobachtet werden, was passiert. Wochenhoch war gestern hier im Bereich 0,7242. Geht es darüber hinaus, dann können wir hier die früheren Hochs nochmal anlaufen. Machen wir hier direkt eine Horizontallinie rein, eine Art Barriere. Ja, das ist eine Action Zone, wo es hinlaufen kann, wenn wir praktisch das aktuelle Wochenhoch nicht heute, aber dann praktisch in der nächsten Woche das Wochenhoch von dieser Woche überschreiten, dann kann es theoretisch hier einen Move nach oben geben. Durchaus denkbar. Ansonsten ist der Chart, wie gesagt, ein Stück weit in Schieflage. Sollte es hier ein Tief geben unter dem bisherigen Wochentief, dann muss man eben hier durchaus von einem Rückgang bis in den Bereich von 0,70 etwa ausgehen. Kleiner Tipp drunter sei genehm. Und das wäre dann praktisch mal hier die Tendenzen. Schauen wir mal hier auf die Saisonalität auch noch beim Kiwi. Und zwar ein Stück weit tiefer. Da haben wir ihn. So. Nicht ganz so bullisch wie beim Australdollar, wie wir hier sehen. Ganz klar, da gibt es eben auch sowohl charttechnisch jetzt hier einen kleinen negativen Bias im Vergleich zum Aussie. Also hier der Kiwi da ein Stück weit benachteiligt, so will ich es mal sagen. Letztlich wird natürlich viel vom US-Dollar selbst abhängen, aber im Kontext Australdollar, Schrägstrich Neuseeland-Dollar, beide in US-Dollar gehandelt, würde ich hier dem Kiwi weniger Chancen zurechnen und dem Aussie halt hier viel mehr. Und insofern bleibt das mal heute hier ein Stück weit eine Diskrepanz im Sinne dessen, dass die beiden ozeanischen Pairs nicht wirklich in eine Richtung laufen. Da lohnt auch immer der Blick auf das Crosspair Australdollar Neuseeland-Dollar. Auch das hatten wir unlängst mal beleuchtet, soll aber heute nicht im Fokus stehen. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle jetzt erstmal ein schönes Wochenende vorab. Wenn Sie mögen, hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche Montag zum nächsten JFD-Devisenradar wieder. Wenn es Ihnen gefallen hat, Daumen hoch. Ansonsten in jedem Falle Ihnen eine schöne Zeit. Hoffentlich eine gute Handelswoche gehabt. Beste Grüße, Ihr Chris Kämmerer und auf bald. Und tschüss.